Dinge gibt, wie sie uns erscheinen. Es gäbe überhaupt nichts mehr dahinter, keine Welt oder Wirklichkeit an sich. Manche etwas weniger radikale Vertreter der Postmoderne, wie der amerikanische Philosoph Richard Rorty, meinten, es möge zwar noch etwas hinter der Welt geben, wie sie uns erscheint, doch dies spiele eben für uns Menschen keine Rolle. Die Postmoderne ist allerdings nur eine weitere Variante der Metaphysik. Genau genommen handelte es sich bei ihr um eine sehr allgemeine Form des Konstruktivismus. Der Konstruktivismus basiert auf der Annahme, dass es überhaupt keine Fakten, keine Tatsachen an sich gibt, dass wir vielmehr alle Tatsachen nur durch unsere vielfältigen Diskurse oder wissenschaftliche Methoden konstruieren. Wichtigster Gewährsmann dieser Tradition ist Immanuel Kant. Kant hat behauptet, dass wir die Welt, wie sie an sich ist, nicht erkennen können. Egal, was wir erkennen, es sei immer auch irgendwie von Menschen gemacht. Nehmen wir ein Beispiel, das in diesem Kontext häufig verwendet wird, nämlich die Farben. Spätestens seit Galileo Galilei und Isaac Newton stehen Farben im Verdacht, gar nicht wirklich zu existieren. Diese Annahme hat farbenfrohe Charaktere wie Goethe so sehr verärgert, dass er deswegen eine eigene Farbenlehre verfasst hat. Man könnte meinen, Farben seien nur Wellen einer bestimmten Länge, die auf unser Sehorgan treffen. Die Welt an sich sei eigentlich völlig farblos, sie bestehe nur aus irgendwelchen Teilchen, die sich in einer mittleren Größenordnung zusammenfinden und sich gegenseitig stabilisieren. Genau diese These ist Metaphysik. Sie behauptet, dass die Welt an sich ganz anders ist, als sie uns erscheint. Nur war Kant noch viel radikaler. Er behauptete, dass auch diese Annahme von Teilchen in der Raumzeit nur eine Art und Weise sei, wie uns die Welt an sich erscheint. Wie sie wirklich ist, könnten wir überhaupt nicht herausfinden. Alles, was wir erkennen, sei von uns gemacht. Und deswegen könnten wir es eben auch erkennen. In einem berühmten Brief an seine Verlobte, Wilhelmine von Zenge, hat Heinrich von Kleist den kantischen Konstruktivismus folgendermaßen veranschaulicht. Ich zitiere Heinrich von Kleist: Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün. Und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört. So ist es mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist oder ob es uns nur so scheint. Ende des Zitats. Der Konstruktivismus glaubt an Kants grüne Brille. Die Postmoderne hat dem hinzugefügt, dass wir nicht nur eine einzige, sondern ziemlich viele Brillen tragen. Die Wissenschaft, die Politik, die Sprachspiele der Liebe, der Poesie, die verschiedenen natürlichen Sprachen, die sozialen Konventionen und so weiter. Alles sei nur ein kompliziertes Spiel mit Illusionen, indem wir uns gegenseitig den Platz in der Welt zuweisen oder einfach ausgedrückt, die Postmoderne hielt die menschliche Existenz für einen langen französischen Kunstfilm, in dem alle Beteiligten sich darum bemühen, einander zu verführen, Macht über die anderen zu erlangen und sie zu manipulieren. Mit geschickter Ironie wird dieses Klischee im französischen Gegenwartsfilm in Frage gestellt. Man denke etwa an Jean-Claude Brissots Heimliche Spiele oder Catherine Breillat's Anatomie der Hölle. Amüsant und verspielt wird diese Option aber auch in David O. Russells Isle of Huckabees zurückgewiesen, ein Film, der neben Klassikern wie Magnolia eines der besten Zeugnisse für den neuen Realismus darstellt, für die Position, die ich vertrete. Aber die menschliche Existenz und Erkenntnis ist eben weder eine kollektive Halluzination, noch stecken wir in irgendwelchen Bilderwelten oder Begriffssystemen fest, hinter denen sich die wirkliche Welt befindet. Der neue Realismus geht vielmehr davon aus, dass wir die Welt so erkennen, wie sie an sich ist. Natürlich können wir uns täuschen, dann befinden wir uns unter Umständen in einer Illusion. Aber es stimmt einfach nicht, dass wir uns immer oder auch nur fast immer täuschen. Der neue Realismus. Um zu verstehen, inwiefern der neue Realismus eine neue Einstellung zur Welt mit sich bringt, wählen wir ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, Astrid befinde sich gerade in Sorrent und sehe den Vesuv, während wir,
also Sie, liebe Zuhörer und ich, gerade in Neapel sind und ebenfalls den Vesuv betrachten. Es gibt also in diesem Szenario den Vesuv von Astrid, also aus Sorrent gesehen, und den Vesuv von uns aus, also aus Neapel gesehen. Die Metaphysik behauptet, dass es in diesem Szenario einen einzigen wirklichen Gegenstand gibt, nämlich den Vesuv. Dieser wird gerade zufällig einmal aus Sorrent und ein andermal aus Neapel betrachtet, was ihn aber hoffentlich ziemlich kalt lässt. Es geht den Vesuv nichts an, wer sich für ihn interessiert. Das ist Metaphysik. Der Konstruktivismus hingegen nimmt an, dass es in diesem Szenario drei Gegenstände gibt. Den Vesuv für Astrid, ihren Vesuv und meinen Vesuv. Dahinter gäbe es entweder überhaupt keinen Gegenstand oder doch keinen Gegenstand, den wir jemals zu erkennen hoffen können. Der neue Realismus hingegen nimmt an, dass es in diesem Szenario mindestens vier Gegenstände gibt. Erstens der Vesuv. Zweitens der Vesuv von Sorrent aus gesehen, Astrids Perspektive. Drittens der Vesuv von Neapel aus gesehen, ihre Perspektive. Und viertens der Vesuv von Neapel aus gesehen, meine Perspektive. Man kann sich leicht klar machen, warum diese Option die beste ist. Es ist nicht nur eine Tatsache, dass der Vesuv ein Vulkan ist, der sich an einer bestimmten Stelle auf der Erdoberfläche befindet, die derzeit zu Italien gehört, sondern es ist ganz mit demselben Recht ebenfalls eine Tatsache, dass er von Sorrent aus so und so und von Neapel aus eben anders aussieht. Selbst meine geheimsten Empfindungen bei der Betrachtung des Vulkans sind Tatsachen. Auch wenn sie nur so lange geheim bleiben, bis es einer komplizierten App für das iPhone 1000 Plus gelingt, meine Gedanken zu scannen und online zu stellen. Der neue Realismus nimmt also an, dass Gedanken über Tatsachen mit demselben Recht existieren, wie die Tatsachen, über die wir nachdenken. Ich springe etwas nach vorne im Buch. Philosophen betrachten die Welt gewissermaßen wie Außerirdische oder wie Kinder. Alles ist immer wieder völlig neu. Sie misstrauen fest verwurzelten Urteilen, ja, sie misstrauen sogar den Wissensansprüchen von Experten. Philosophen glauben zunächst einmal überhaupt nichts. Darin folgen wir dem Vorbild eines großen philosophischen Helden, Sokrates. In seiner berühmten Verteidigungsrede vor einem Athener Gericht hat Sokrates erklärt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Daran hat sich zumindest für die Philosophen nichts geändert. Dennoch kann man von der Philosophie sehr viel lernen. Insbesondere kann man lernen, niemals zu vergessen, dass die Welt ganz anders sein könnte, als sie uns erscheint. Philosophie stellt alles ständig in Frage, auch die Philosophie selbst. Und nur auf diese Weise besteht eine Chance zu verstehen, was das Ganze eigentlich soll. Beschäftigt man sich intensiv mit Philosophie und ihren großen Fragen, dann lernt man, vermeintlich Selbstverständliches zu überprüfen. Eine Haltung, die übrigens hinter fast allen großen Errungenschaften der Menschheit steckt. Hätte niemals jemand die Frage gestellt, wie wir überhaupt zusammenleben sollen, wäre es auch niemals zur Demokratie und zur Idee freier Gemeinwesen gekommen. Hätte niemals jemand gefragt, wo wir uns eigentlich befinden, wüssten wir noch nicht einmal, dass die Erde rund und der Mond nur ein herumfliegender Stein ist. Für diese Behauptung wurde der griechische Philosoph Anaxagoras noch wegen Gotteslästerung angeklagt. Und Giordano Bruno, der größte italienische Philosoph, wurde als Ketzer verurteilt, weil er der Meinung war, es gebe Außerirdische und das Universum sei unendlich. Dies schien unverträglich mit der christlichen Theologie, die annahm, dass der Mensch und die Erde im Zentrum von Gottes Interesse stünden und Gott das Universum zu einem bestimmten Zeitpunkt erschaffen hat, weswegen es nicht unendlich sein durfte. Die Leitfrage dieses Buches ist also die Frage, was das Ganze soll. Haben das menschliche Leben, die menschliche Geschichte und die menschliche Erkenntnis überhaupt einen Sinn? Sind wir nicht einfach nur Tiere auf irgendeinem Planeten, so eine Art kosmische Ameisen oder Schweine im Weltall? Sind wir selbst einfach nur sehr merkwürdige Wesen, die für sehr merkwürdige Außerirdische so beängstigend sind, wie für uns die Aliens aus den gleichnamigen Filmen? Wenn wir herausfinden wollen, was das Ganze soll, müssen wir zunächst einmal alles vergessen, was wir zu wissen glauben, und von vorn anfangen. René Descartes hat die philosophische Grundhaltung zu Recht dadurch charakterisiert,
dass man zumindest einmal in seinem Leben an allem, woran man sonst glaubt, zweifeln sollte. Hängen wir also einmal unsere gewohnten Überzeugungen an den Nagel und fragen, wie Außerirdische oder wie Kinder, wo wir uns eigentlich befinden. Denn bevor wir uns die Frage stellen, was das Ganze eigentlich soll, scheint es sinnvoll zu sein, die Frage zu beantworten, was das Ganze eigentlich ist. In Buddhas kleiner Finger von 2009, einem vielgelesenen russischen Roman der Gegenwart, stellt eine Figur mit dem bezeichnenden Namen Pyotr Pustota, das heißt Peter Leere, L-E-E-R-E, die folgende Überlegung an. Moskau befindet sich in Russland. Russland befindet sich auf zwei Kontinenten. Die Kontinente befinden sich auf der Erde. Die Erde befindet sich in der Milchstraße und die Milchstraße im Universum. Doch wo befindet sich das Universum? Wo befindet sich der Bereich, in dem sich all das Genannte befindet? Befindet er sich etwa nur in unseren Gedanken, die über diesen Bereich nachdenken? Oder wo befinden sich dann unsere Gedanken? Wenn sich das Universum in unseren Gedanken befindet, können diese sich nicht im Universum befinden. Oder doch? Belauschen wir die beiden Protagonisten bei ihrem sokratischen Gespräch. Wir stießen an und tranken. Wo ist die Erde? Im All. Und wo ist das All? Ich überlegte einen Moment. In sich. Wo liegt dieses in sich? In meinem Bewusstsein. Daraus folgt, Petka, dein Bewusstsein steckt in deinem Bewusstsein. Das folgt daraus. Ja. So, sagte Tschapajew und strich sich den Schnurrbart glatt. Jetzt hör mir mal genau zu. An welchem Ort befindet es sich? Ich verstehe nicht ganz. Der Ortsbegriff ist auch eine Kategorie des Bewusstseins, sodass... Wo ist der Ort? An welchem Ort befindet sich der Ortsbegriff? Sagen wir an gar keinem Ort. Besser wäre zu sagen, die Reali... Ich sprach nicht zu Ende. So läuft der Hase, dachte ich. Gebrauchte ich das Wort Realität, würde er mir wieder mit meinen Gedanken kommen und mich fragen, wo sie sind. Und sagte ich dann, sie seien im Kopf, ein ewiges Ping-Pong. Ende des Zitats. Damit hat Peter den schwindelerregenden Gedanken, dass es die Welt nicht gibt, erfasst. Letztlich findet alles in einem großen Nirgendwo statt. Der Originaltitel des Romans lautet, in einer buchstäblicheren Übersetzung, Tschapajew und die Leere, und sein inzwischen weltberühmter Autor, der russische Schriftsteller Viktor Olegowitsch Pelevin, gibt uns mit dem Titel eine Antwort auf die Frage, wo wir uns befinden. Wir befinden uns im Universum und dieses befindet sich in der Leere, im Nirgendwo. Alles ist von einer großen Leere umgeben, was an die unendliche Geschichte von Michael Ende erinnert, in der die kindliche Fantasiewelt, Phantasien, bekanntlich ständig davon bedroht ist, von nichts verschlungen zu werden. Auch die moderne Naturwissenschaft stellt einen großen Teil der Wirklichkeit in Frage, nämlich diejenige Wirklichkeit, die wir sinnlich erfahren. Galileo Galilei etwa, der schon erwähnte verurteilte italienische Ketzer, hat schon in der frühen Neuzeit bezweifelt, dass es Farben unabhängig von unseren Empfindungen gibt. Die moderne theoretische Physik ist sogar noch radikaler. Die sogenannten Stringtheoretiker nehmen an, dass die physische Wirklichkeit letztlich nicht einmal mehr raumzeitlich in irgendeinem uns vertrauten Sinne ist. Es könnte sich zumindest bei der vierdimensionalen Raumzeit um eine Art Hologramm handeln, das von höheren Dimensionen aus durch bestimmte in physikalischen Gleichungen beschreibbare Vorgänge projiziert wird. Dass die Wirklichkeit anders ist, als sie scheint, ist dem modernen Menschen ein vertrauter Gedanke, der uns bereits in der Schule nahegebracht wird, wenn wir etwa zum ersten Mal verwundert feststellen, dass man mit Buchstaben rechnen kann. Oder auf Reisen, wenn wir uns gezwungen sehen, tiefsitzende Vorurteile zu revidieren. Wenn so viele Gegenstände bei genauerem Hinsehen fragwürdig sind, wenn alles Wissen in eine Art tiefes Nichtwissen eingehüllt zu sein scheint, warum vertrauen wir dann überhaupt noch auf die Wirklichkeit, wie sie uns erscheint, auf die Welt, in der wir zu leben scheinen? Damit komme ich zu einem erläuternden Vortrag, indem ich noch einmal die These, dass es die Welt nicht gibt und insbesondere im Hinblick in verschiedenen Richtungen erläutern möchte. In dem Buch mache ich das etwas anders, sodass ich jetzt andere ganz einfache Gedankenexperimente einmal vorführen möchte. Also der Eindruck nicht, wenn man sagt, die Welt gibt es nicht, dann sollten Sie normalerweise, ich hoffe, das Buch hat sich noch nicht so weit durchgesetzt, dass das jetzt alle selbstverständlich finden, sodass zumindest alle deutschen Leser wissen, natürlich gibt es die Welt nicht, wer hat sowas geglaubt, das ist doch von vorgestern. Also solange Sie noch irgendwie glauben, es könnte die Welt geben,
ist die Frage, woran sie da eigentlich glauben und warum. Also woher kommt unser Weltvertrauen eigentlich? Was meinen wir da? Und ich glaube, dass der Ursprung letztlich so beschrieben werden kann. Wir befinden uns ja irgendeiner Sache gegenüber. Ja? Rilke nennt das Schicksal und schreibt in seinen Duineser Elegien, dieses heißt Schicksal, gegenüber sein und nichts als das und immer gegenüber. So, das heißt, das ist unsere Ausgangslage. Wir befinden uns gegenüber von Gegenständen, die wir nicht gemacht haben. Das heißt, nicht, das ist ja die einfachste sinnliche Erfahrung. Ich schaue mich um und Dinge werden mir gegeben, die ich nicht gemacht habe. Ob ich will oder nicht, hier steht Wasser. Bei aller Anstrengung wird es nicht zu etwas anderem. Ja? Also, Jesus kann das vielleicht, aber bei mir bleibt es Wasser. So. Und selbst wenn Jesus Wein in Wasser verwandeln kann, kann er das auch nicht in alles verwandeln. Also den einen oder anderen Trick hat er drauf, aber vermutlich nicht alle. Das kann nur der Vater, wenn es Ding gibt. So. Das heißt, uns ist immer etwas gegeben. So. Und jetzt scheint es, und da geht der Fehler los, jetzt scheint es, dass alles Gegebene ja zusammenhängt. Ist ja irgendwie gegeben. Und schon malt man sich plötzlich aus, dass es so einen riesigen Raum gibt, aus dem uns alles entgegenströmt. Ja? Die Tische und die Personen, die man so kennt, ja, so wie man ja auch sein Leben führt. Nicht? Da kommen Dinge wie aus der Zukunft auf uns zugerollt, ja, und die Vergangenheit verschwindet in so einem Dunkel. Und es sieht so aus, als wäre da dieses riesige Ding die Welt und dieses riesige Ding ist der Behälter aller dieser Dinge. Jetzt stellen Sie sich aber mal die ganz einfache Frage, was denn alle diese Dinge, die in dem riesigen Behälter sein sollen, gemeinsam haben. Jetzt können Sie sagen, naja, die haben ja das Folgende gemeinsam, die sind alle in dem Behälter. So, das haben sie zumindest gemeinsam. Aber stopp. Nehmen wir mal Beispiele, wo das auf einmal schwierig wird. Ja, also sie gehen so über die Straße und sehen etwas, was ihnen noch nie aufgefallen ist. Ja, zum Beispiel die Ampel da oder der Blitzer, den die Polizei aufgestellt hat. Ah, das habe ich noch nie gesehen. Ja, ihnen fällt jetzt etwas zu. Gleichzeitig fällt ihnen vielleicht die Lösung einer komplizierten mathematischen Gleichung ein oder sie erinnern sich an einen verstorbenen Freund. So, diese Dinge, die noch nie gesehene Ampel, die Erinnerung an den verstorbenen Freund, die Lösung einer komplizierten mathematischen Gleichung, fallen ihnen nicht aus demselben Bereich zu. Das eine fällt ihnen zu, weil sie sinnlich verankert sind und weil sie überdies noch etwas über Straßenverkehr wissen. Ja? Mein Hund ist auch sinnlich verankert oder Leute, die keinen Straßenverkehr haben. Ja, nehmen wir wieder die Außerirdischen, aber meinem Hund fällt kein Straßenschild zu, unserem Hund, fällt kein, dem Hund meiner Frau, fällt kein Straßenschild zu, das ist ein langer Streit, dem der eigentlich gehört. Das ist, juristisch irgendwann wird das mal zu klären sein. Je nachdem, das ist mein Hund, wenn ich nicht Gassi gehen muss und ihr Hund, wenn, das sind, Sie kennen das Problem. Aber meinem Hund, also unserem, diesem besagten oder anderen Hunden, fallen keine Straßenschilder zu, weil Hunde nichts von Straßenschildern wissen. So. Sie sehen also, ja, oder nehmen Sie eben die Zahlen, die fallen Ihnen nicht zu aufgrund Ihrer sinnlichen Verankerung in einer natürlichen Umgebung. Ja, Zahlen regnen nicht so auf Sie zu, wie zum Beispiel der Regen. Die kommen woanders her. Wo kommen denn Ihre Gedanken her? Stellen sich nicht eine einfache Frage. Also ich formuliere jetzt gerade einen Satz, der angefangen hat mit, ich formuliere jetzt gerade einen Satz. So. Während ich das mache, können Sie sich ja fragen, wo kam jetzt der Gedanke her? Also ich nicht zum Beispiel. Jetzt könnten Sie meinen, naja, den habe ich geformt. Und dann sieht es auf einmal so aus, als säße da jemand in mir drin, also ich. Und ich frage mich jetzt, welchen Satz soll ich formen? So, indem ich mich dann plötzlich aber entscheide, diesen Satz zu formen, muss ich ja irgendwo die Wörter herholen. Wo kommen die jetzt her? Das funktioniert so nicht. Wo kommt denn das alles her? Woher überfällt uns denn eigentlich die Rede, die wir selbst sind? Das ist ja nicht so, wie wenn Sie Straßenschilder sehen oder leckere Schnitzel, wenn Sie hungrig sind. Das fällt Ihnen aus anderen Bereichen zu. Wir glauben aber, dass da etwas ist, was alles das umfasst. Und in dem Augenblick, wo Sie versuchen zu sagen, was das ist, werden Sie immer scheitern. Und das ist die Geschichte der Metaphysik. Seit 2500 Jahren versucht die abendländische Metaphysik, das ist also insbesondere in der Form ein europäisches Programm, also was heute Europa heißt, los geht das ja im heutigen Raum der Türkei, also in Kleinasien, genau genommen. Deswegen sage ich immer, die Türken haben die Philosophie erfunden, nicht die Griechen. Wenn man das so einteilen möchte, das funktioniert eh nicht, weil es auch nicht die Griechen waren, weil es Griechenland nicht gab. Es waren ein paar Athener und ein paar Leute aus Milet. Die Milesier haben die Philosophie erfunden, müsste man dann sagen. Also so funktioniert das eh nicht. Das sind schon alles ideologische Geschichten, die man so erzählt, die Europäer und ihre Philosophie. Die Europäer gibt es noch gar nicht so lange, ja? Seit 20 Jahren oder so. Also die Europäer, eine ziemlich späte Erfindung im Übrigen. Wir wissen noch nicht, wer die sind und wer da zugehören soll.
Das ist alles ziemlich problematisch. Aber lassen wir das beiseite. Die abendländische, auch das schwierig, aber das funktioniert besser, Philosophie, also ein Gesprächszusammenhang, der bei den sogenannten Vorsokratikern losgeht und bis in die Gegenwart reicht, geht immer davon aus, dass wir eine Antwort auf die Frage finden müssen, was alles gemeinsam hat, so dass wir sagen können, es gehört zum Weltbehälter. Ja? Und dieses Projekt ist gescheitert. Im 20. Jahrhundert wurde eigentlich schon gesagt, dass es gescheitert ist, insbesondere von Philosophen wie Martin Heidegger und Ludwig Wittgenstein und jedem Franzosen, der in Paris gelebt hat seit ungefähr 1950, wurde immer wieder eingeschärft, sowas geht nicht. Ja? Das ist sogar den Wuppertalern aufgefallen, in dem Fall Rudolf Carnap, der kommt aus Wuppertal, ist dann nach Amerika gegangen und hat das den Amerikanern versucht einzuschärfen. Es gibt irgendwie, die Metaphysik kann nicht funktionieren. Dann haben sie aber daraus geschlossen, aha, also gibt es gar keine Wirklichkeit. Alles ist nur konstruiert. Das war der große Fehlschluss des 20. Jahrhunderts, und den ich in dem Buch den Konstruktivismus nenne. Und dieser große Fehlschluss des 20. Jahrhunderts, der aus einer tiefen, richtigen Einsicht stammt, belästigt uns noch heute. Insbesondere in der Gestalt dessen, was sie den Neurozentrismus nennen können. Also früher hat man immer gesagt, der Eurozentrismus, was Schlimmes. Ich sage, der Eurozentrismus sei halb so schlimm wie der Neurozentrismus. Und der Neurozentrismus sagt, wenn Sie wissen wollen, was die Wirklichkeit ist, dann wollen Sie insbesondere wissen, wer Sie selbst sind, denn sonst können Sie gar nichts wirklich erkennen. Und wenn Sie wissen wollen, was Sie selbst sind, dann müssen Sie Ihr Gehirn befragen oder Ihre Neuronen, Ihr zentrales Nervensystem. Das heißt, Sie sind, wie ich das immer ausdrücke, so eine Art Neurokrake, die unter der Haut steckt. Versuchen Sie sich das mal vorzustellen. Also Sie seien eine Neurokrake, die mit Haut überzogen ist, ja? Und diese Neurokrake hat das folgende Interesse. Sie möchte unbedingt ihre Gene fortpflanzen. Sonst hat die hier nichts zu suchen. Das ist also so eine gensüchtige, egoistische Neurokrake, die sich einbildet, sie sei jemand. Und die läuft dann so rum. So kann man natürlich gar nicht seine Mitmenschen beurteilen. Ja, sie laufen ja nie rum und sagen, ja, was hier unter dieser Haut wieder in der Neurokrake an fiesen Plänen läuft. So, das funktioniert nicht. Das ist, dieses Bild ist aber eine Fortsetzung der konstruktivistischen Idee des 20. Jahrhunderts. Warum funktioniert das? Weil die Wissenschaftler, die das vertreten möchten, wozu leider auch viele Philosophen gehören, an die Öffentlichkeit gehen können und sagen, wir wissen, wie die Dinge wirklich sind. Ihr täuscht euch alle. Wir wissen, wie es ist. Es gibt keine Farben. Ja, es gibt überhaupt keine Moral. Es gibt keine Werte. Es gibt nur den Überlebenskampf der Neurokraken. Und die Neurokraken sind wie in so einem außerirdischen Film hineingehalten in einen Zoo, der lediglich besteht aus Wellenlängen und Teilchen, die miteinander interagieren. Ja? Das heißt, sie haben plötzlich das Bild von Wellen, die vielleicht in 13 Dimensionen zittern, wie so die Fäden der Stringtheoretiker. Da werden dann Neurokraken reingehalten und auf einmal sieht es so aus, als stünde ein schönes mittelalterliches Schloss vor ihnen. Ja? So. Niemand kann und wird jemals erklären können, das heißt dann immer, wir können das bis jetzt nicht erklären, aber niemals wird jemand erklären können, wie die erscheinende Wirklichkeit, ja, also die schönen französischen Schlösser an der Loire, aus dem Neurokraken-Gedöns abgeleitet werden können. Das geht nämlich prinzipiell nicht. Aber was macht man, anstatt das zuzugeben? Man möchte ja viel Geld für das European Human Brain Project, also man möchte viele Millionen Euro, um ein Gehirn aus Glas zu bauen, damit wir endlich wissen, wer wir sind. Man erzählt also diese ganze Story und sagt, ja, lass uns mal das Glasgehirn bauen oder wo auch immer der Schrott, woraus immer der Schrott bestehen soll. Dann am Ende können wir das mit den Loire-Schlössern. Ich sage voraus, ja, und man sagt, ja, gute Wissenschaft sagt etwas voraus, hier ist meine Voraussage, das wird alles nie gelingen. Ja. Es wird niemals gelingen, eine vernünftige Interpretation von Picassos blauer Periode in der Sprache der Neurowissenschaft vorzulegen. Das wird immer eine Idiotie bleiben. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir nicht zu medizinischen Zwecken naturwissenschaftliche Forschung oder irgend so etwas betreiben sollten. Aber an erster Stelle, glaube ich, um auch ein vernünftiges Zusammenleben in einem freien Gemeinwesen zu ermöglichen, muss sich die Philosophie natürlich einmischen und jede andere Wissenschaft, aber im Namen der Wahrheit. Das heißt nicht im Namen bloßer Geldinteressen. Ja? Also die heutige Wissenschaft leidet ja darunter, dass sie Drittmittel akquirieren muss. Das bedeutet ganz konkret, ja, sie müssen irgendeinen Quatsch mit Soße erfinden, der auf Spiegel Online gestellt irgendwie so aussieht. Wir wissen, die Außerirdischen sind da. Wir wissen jetzt, wer wir selbst sind. Wir können alle Geisteskrankheiten heilen, da haben wir jetzt die folgenden Pillen und so weiter. Sie müssen immer so etwas mitteilen können. Oder und so weiter. Wir wissen jetzt, dies ist ein Picasso, wir haben es gescannt. Ja? Anstatt das Werk zu interpretieren, müssen Sie es jetzt scannen. Mit einer möglichst neuen Methode, sodass es ganz anders aussieht und so weiter. Und dieser ganze Unsinn,
kann nur deswegen in der Öffentlichkeit sich ausbreiten, weil er philosophische Fehlschlüsse begeht, die man so akzeptiert hat. Ja? Und das Nest von Fehlschlüssen, das ich angreifen möchte, habe ich ein bisschen jetzt skizziert, das sieht so aus, wir sollten eigentlich Metaphysiker sein, also sagen, was dafür sorgt, dass alles zum Weltbehälter gehört. Das geht aber nicht, das wissen wir aus dem 20. Jahrhundert. Also haben wir nur noch die Konstruktionen übrig. So. Das ist aber ein bisschen wild. Also verankern wir jetzt mal die Konstruktion und sagen, die finden im Gehirn statt. Wir sagen also schlichtweg genau dasselbe, was Immanuel Kant gesagt hat, dessen Grundideen in der Erkenntnistheorie von Philosophen seit ca. 100 Jahren als widerlegt gelten. Also Husserl, Heidegger und Wittgenstein haben damit aufgeräumt. Das weiß man bloß nicht. Ja? Das heißt, man beruft sich jetzt darauf und sagt, naja, was der Kant bloß mit philosophischen Mitteln gemacht hat, das machen wir jetzt in der Medizin, in der Uniklinik. Ja, das ist dann sozusagen seriöser und außerdem braucht man mehr Geld dafür. Da es sich dabei aber um Unwahrheit handelt, muss die Philosophie sich natürlich einmischen und die Fehlschlüsse aufdecken. Das hat sie leider versäumt seit langer Zeit, weil die Philosophen an diesem Betriebe mitspielen wollten. Das ist allerdings ein Fehler, den man nicht mitmachen muss, denn die Aufgabe der Philosophie ist und bleibt schlichtweg Aufklärung. Was heißt Aufklärung? Die Aufforderung an alle, sich ihres eigenen Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu bedienen. Damit schließe ich und freue mich auf Rückfragen und das Gespräch am heutigen Abend bei Wein, Wasser und leider ohne Gesang. Und dann oder direkt Fragen stellen. Keine Pause? Keine Pause. Keine Pause, wir wollen keine Pause. Ja, ja, mir ist das. Keine Pause. Ja, genau. Philosophen wollen keine Pause. Bitte, ja. So, möchten Sie moderieren? Moderieren nicht, aber ich gucke dir die Endkarte. Genau, ich glaube, ja. Ich habe gestern Abend, das passt gerade dazu, von dem Herrn Strobel diese Sendung über Resilienzforschung gesehen. Und wie würden Sie das jetzt aus philosophischer Sicht, dieses grundmenschliche Bedürfnis der Kohärenz, jetzt interpretieren? Wie soll man sagen, in Ihrer Ansicht dieses neuen Realismus, wie passt das dann da rein? Sieht man dann, also ich war auch mal ein Anhänger dieses Radikalkonstruktivismus, der ja jetzt Reflexivismus, ich glaube, bis jetzt, das habe ich jetzt so als den letzten Stand meiner Erkenntnisse, aber nach heute Abend bin ich verunsichert. Ich glaube trotzdem, dass die Wahrheit in der Mitte liegt, dass einerseits der Mensch, das wir nie ergründen können werden, dieses Bedürfnis nach Kohärenz hat, fast was so ein religiöses Bedürfnis dann vielleicht irgendwo ist. Und da kann ich dann überhaupt über die Philosophie einsortieren, zwischen so Psychologie, die versucht zu erklären, warum wir diese Täuschung brauchen, weil wir auch bei den letzten Unsinnigen noch versuchen, irgendeinen Sinnzusammenhang zu sehen, und auf der anderen Seite diese Gier nach Abstraktion, die da bis mündet bis zu so einer Erkenntnis, warum es die Welt nicht gibt. Ja, und also, um da versuche ich mich dazwischen zu verorten irgendwo. Also ein gewisses, also mit ein Bedürfnis nach Kohärenz würde ich, wie gesagt, als alter oder neuer Aufklärer darin sehen, dass die menschliche Vernunft die erfreuliche Eigenschaft hat, Dinge in einem Zusammenhang zu sehen. Dafür gibt es einen tiefen Grund. In dem Buch sehe ich den tiefen Grund ganz einfach in folgendem. Was erkennen wir denn, wenn wir etwas erkennen? Jetzt könnte man auf den ersten Blick meinen, das ist aber ein Fehler, aber trotzdem, man könnte erstmal sagen, wenn ich etwas erkenne, dann sind das ja Dinge. Ich erkenne eine Flasche, ich habe Stefan erkannt und Andreas und den Vesuv. Also ich erkenne Dinge, könnte man jetzt meinen. So, wenn ich aber Dinge erkenne, erkenne ich ja, dass sie das und das sind. Ich erkenne ja den Vesuv. Was ist der Vesuv? Jetzt können Sie sofort antworten, ein Vulkan. Sie werden nie sagen, ich erkenne Stefan, und dann frage ich, was ist Stefan?
Sagen Sie, da habe ich keine Ahnung, was Stefan ist. Aber Sie wissen doch, es ist ein Mensch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Stefan ist. So, warum? Das heißt, das ist Indiz dafür. Ja, also immer, wenn Sie etwas erkennen, erkennen Sie etwas, was Logiker nennen, eine Beschreibung. Was ist eine Beschreibung? Ganz einfach. Eine Beschreibung ist etwas als etwas. Ja, also Sie erkennen das da als Stefan. Das heißt, immer wenn Sie etwas erkennen, erkennen Sie es als ein so und so. Ja? Und jetzt müssen wir den Begriff der Tatsache einführen. Was ist eine Tatsache? Da herrschte allerdings im 20. Jahrhundert eine ganz krasse Unklarheit. Im 20. Jahrhundert bei Philosophen wollte man unter Tatsachen verstehen etwas, das Sätze wahrmacht. Ja? Also zum Beispiel, es ist eine Tatsache, dass ich gerade in Bonn-Röttgen bin. Das stimmt doch, es ist nicht hart. Es ist eine Tatsache, dass ich gerade in Bonn-Röttgen bin. Dann haben die meisten Philosophen gesagt, es gibt die Tatsache, dass Herr Gabriel in Röttgen ist und den Satz, der sagt, Herr Gabriel ist in Röttgen. Die Tatsache, dass er in Röttgen ist, macht den Satz, er sei in Röttgen, wahr. So, das ist aber schon ein Fehler. Warum? Weil es jetzt so aussieht, als ob die Tatsachen zwar Sätze wahrmachen, selber aber nichts mit Wahrheit zu tun haben. Man denkt jetzt schon, Wahrheit ist eine Relation zwischen Sätzen und Tatsachen. Sonst nichts. Und schwupps hat man die Wahrheit ja aus der Welt gestrichen, weil man sagt, die Tatsachen haben nichts mit Wahrheit zu tun, die sind einfach da. Die Sätze, die können wahr oder falsch sein. Dagegen schlage ich schon ein ganz anderes Herangehen vor, indem ich unter einer Tatsache etwas verstehe, das über etwas wahr ist. Ganz einfach. Es ist ja wahr über mich, dass ich gerade in Bonn-Röttgen bin. Dies ist eine Tatsache. So. Wenn Sie wissen wollen, dass ich in Röttgen bin, müssen Sie schon Zusammenhänge erkennen zwischen mir und Bonn-Röttgen. Und Sie müssen sowieso sehr viel mehr wissen, dass Röttgen ein Teil von Bonn ist, deswegen heißt es Bonn-Röttgen. Sie müssen allerlei wissen, um überhaupt zu verstehen, dass ich in Bonn-Röttgen bin. Da haben Sie also schon die Kohärenz. Diese Kohärenz ist aber in den Dingen selber. Wir bringen also die Kohärenz nicht hervor. Ich möchte nicht sagen, dass es eine Wirklichkeit gibt, die besteht aus lauter nicht miteinander zusammenhängenden Dingen oder so etwas. Und jetzt legen wir unsere Sinnanstrengungen darüber, wie so eine Art Filter. Oder wir bemalen dann das so. Ja, so malen nach Zahlen. Das sind eigentlich nur die Zahlen, jetzt malen wir das aus. Sondern die Dinge sind tatsächlich so, wie sie uns erscheinen, wenn wir sagen, Herr Gabriel ist in Bonn-Röttgen, er trägt ein blaues Hemd. Das ist die Wirklichkeit, da ist eben nichts dahinter. Aber das ist nicht nur so, weil es mir erscheint. Ich konstruiere da gar nichts. Ja, das Einzige, was ich konstruiere, ja, ist der Umstand, dass ich zum Beispiel in einem vernünftigen Zustand sein muss, um diesen Satz zu verstehen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel völlig niedergeschlagen wäre, also 7 Kästen Bier heute Nachmittag getrunken hätte, und Sie würden mich fragen, Herr Gabriel, wo sind Sie? Und ich würde irgendetwas lallen, dann könnte ich natürlich meine Einsicht nicht aufrechterhalten, dass ich in Bonn-Röttgen bin. Ja, das ist wahr, in dem Sinne konstruieren wir etwas. Das ist aber sozusagen ganz unwichtig, ja, jedenfalls philosophisch. Man hat immer gesagt, ja, die Menschen, die müssen so viel tun am Erkenntnisprozess, damit sie endlich etwas zu sehen kriegen. Und das glaube ich eben nicht. Die Wirklichkeit ist sozusagen ganz offen, dafür erkannt zu werden. Darf ich dann nur abschließen? Aber dann stellen Sie diesen radikalen Konstruktivismus fast auf den Kopf. Das kann man so sagen. Ich krempel den sozusagen um. Ja? Es gibt ja diesen schönen jüdischen Witz, der geht so, trifft einer den anderen, ich weiß nicht mal, wie sie heißen, und ist auch egal, gibt es wahrscheinlich in vielen Namenskonstellationen, der sagt, ja, ich habe da so eine Frau geheiratet, tolle innere Werte, aber extrem hässlich, sagt der andere, ja, dann krempel sie doch um. Und so ähnlich mache ich das mit dem radikalen Konstruktivismus. In gewisser Weise krempel ich den buchstäblich um. Das heißt, ich nehme Einsichten, aber ich glaube, dass der radikale Konstruktivismus sozusagen nicht wusste, was er beschreiben will. Der dachte, er will zum Beispiel das menschliche Gehirn beschreiben oder die menschliche Wahrnehmungsvoraussetzung oder die Theoriebildung in den Wissenschaften, ja, oder die Soziologie oder so etwas. Was er aber in Wahrheit beschrieben hat, war, wie die Dinge sind. Er hat immer gedacht, er beschreibt Konstruktionen und konstruiert immer mehr. Ja, also dann gab es immer so Gespräche von der Art, ja, wir konstruieren die soziale Wirklichkeit. Ja, und wir konstruieren das Konstruieren der sozialen Wirklichkeit. Und das übrigens auch. Und dann haben die Soziologen miteinander gestritten, wer eigentlich hier am meisten konstruiert. Ja, und man gewann dann die Diskussion, wenn man überhaupt am allermeisten konstruiert. Und das führte dann irgendwann dazu, dass die Soziologie diese unselige, unverständliche Schreibart angenommen hat, die Sie von Jürgen Habermas kennen. Ja? Sie müssen das dann lesen und dann sagen Sie, ja, das kann ja kein Mensch verstehen, das ist ja total verdreht. Warum?
weil man immer noch so eine Konstruktionsebene höher turnen musste als die anderen. Und irgendwann führte das dann zu Schreiborgien, die nur noch für die Eingeweihten verständlich sind. Ja? Also ein schlimmes Beispiel ist Philipp Remsmaß oder umgekehrt, weiß ich nicht, einer von den beiden hat den anderen gelobt irgendwann mal. Das sah ich im Fernsehen als Schüler, da habe ich gesagt, das kann kein Mensch verstehen. So, und dann habe ich lange und breit darüber nachgedacht und Habermas gelesen und bin zu dem Urteil gekommen, dass wenn er nur gesagt hätte, was er zu sagen hat, dann er auch keinen Applaus geerntet hätte. Denn Habermas hat gesagt, letztlich, ist ja ganz schön, wenn die Leute manchmal auch miteinander reden. Und das geht im Rechtsstaat besser, hat er auch gesagt. Also das räumen wir ihm jetzt ein. Bitte. Vielleicht dazu was sagen. Also jetzt sagt jemand, Herr Professor Gabriel ist heute in Röttgen. Ja. Der andere sagt, ja, ich war auch da. Da war aber nicht Professor Gabriel, da saß eine Frau. Ja. Ja. Und nur diese beiden Leute geben jetzt Informationen her. Mhm. Jetzt, woher weiß ich denn, ob sie da saßen oder eine Frau da saß? Mhm. Wir können darüber spekulieren, ob derjenige, der gesagt hat, da saß eine Frau, vielleicht eine Halluzination, eine Schizophrenie oder sonst wie. Mhm. Weiß ich aber nicht. Mhm. Das heißt, ich habe keine unabhängige Instanz, die mir jetzt sagt, was ist die Realität? Mhm. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich würde diese Situation, also ich bestreite nicht, dass man diesen Phänomenbestand, solche Daten, ja, erklären muss. Die Frage ist, wie erklärt oder wie beschreibt man die? Ich würde die Situation anders beschreiben. Ich würde sagen, es gibt gerade einen unabhängigen Tatbestand, nämlich ob Markus Gabriel da war oder die Frau oder niemand. Das sind die drei Möglichkeiten. Ja, es gibt noch andere. Die Frau könnte sich als Markus Gabriel verkleidet haben, Markus Gabriel als die Frau. Beide könnten also nicht, sie können aber, es sind nur unendlich viele Dinge möglich. So. Und wer entscheidet, welches davon wahr ist, ist die Wirklichkeit selbst. Jetzt ist aber die andere Frage, ja, aber wie finden wir heraus, ja, welche Person erkannt hat, wie die Dinge sind? Und da würde ich wiederum sagen, das ist immer eine Frage, die man nur vor Ort stellen kann. Es gibt keine allgemeine Antwort darauf. Ja, vielleicht ist es illustrativ, ich benutze da immer so einen Witz, um das zu erläutern, von einem amerikanischen Komiker, Louis C.K. Das sieht ungefähr so aus. Also er hat zwei Töchter, die sind absolut genial, aber er hält sich und zu Recht für den genialsten lebenden Komiker. Und sie sitzen beim Frühstück und da sagt eine der Töchter, ich kenne einen Witz, den du nicht kennst. Da sagt der Vater, keine Chance, ich bin der genialste Komiker. Bei der Hälfte des Witzes weiß ich, wie es ausgeht. Und da sagt sie, bitte, bitte, lass mich erzählen. Ja, komm, fang an. Und sie fängt an und sagt, wer hat dafür gesorgt, dass der Gorilla nicht ins Theater gekommen ist? Und er lacht und sagt, ich habe keine Ahnung. Da sagt sie, die Person, die dafür zuständig war. So, das ist der ganze Witz. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, wie können wir erkennen, wie können wir entscheiden, wer Recht hat, dann würde ich sagen, Recht hat der, der Recht hat. Ich kann Ihnen jetzt erklären, dass es ja so. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Ja? Ich glaube, das bedeutet ganz konkret, dass wir einen Wahrheitsstreit brauchen. Wenn Sie so in den Wissenschaftsalltag schauen, haben wir meistens gar keinen Wahrheitsstreit, sondern was passiert ist, in den Alltag, wo man sagen würde, es geht darum, was erkannt wird oder überhaupt, ja. Man versucht, weil man glaubt, das sei demokratisch, alle in Frieden zu lassen und selbst wenn man der festen Überzeugung ist, da spinnt doch einer, ja, oder das sei wahnsinnig unbegründet und so weiter, lässt man lieber, ja, um des lieben Friedens willen und so weiter und im Namen des guten gelingenden Zusammenlebens die Wahrheit außen vor. Ich glaube, diese Haltung müssen wir erstmal aufgeben, zu glauben, dass wir nur dann freundlich zueinander sind, wenn wir einander in unseren Illusionen leben lassen. Bis zu einem gewissen Grad ist das eine Form von Höflichkeit, das zu tun. Ja? Deswegen, ich möchte sagen, es gibt keine prinzipielle Frage, wie man im Allgemeinen entscheidet, wer Recht hat, sondern das geht immer nur vor Ort. Danke. Ja. Es gibt keine allgemeinen Sätze, Wahrheiten oder wie würden Sie das nennen? Es gibt keine allgemeinen Erklärungen? Es gibt keine allgemeinen Prinzipien, die uns einen Hinweis darauf geben, was im Allgemeinen wahrscheinlicher wahr ist als etwas anderes. Also zum Beispiel, die Frage ist, wenn Sie mich aber ganz konkret fragen, ja, also nehmen wir mal an, morgen telefoniert irgendwer mit irgendjemandem und sagt, Gabriel war doch gestern in Röttgen, der hat da etwas vorgelesen, einen Vortrag gehalten. Ach so, ein Quatsch, da war überhaupt keiner. So, Frage, wie finden wir das heraus? Ja, googeln. So, und jetzt, also einfach.
Und ich glaube, dass die Wahrheitsfrage, also dass der immer so einfach ist, nur, dass die Schritte, die man meistens einleiten muss, um die Dinge zu entscheiden, dann komplex sein können. Ja? Also so ähnlich wie in einem mathematischen Beweis. Sobald man ihn ja erfasst hat, sagt man, Mensch, war das einfach. So, das ist ja immer die Erfahrung. Man sagt, man bohrt sich da durch und weiß überhaupt nicht und sieht kein Land. Und irgendwann geht ja das Licht an. Und dann sagt man, so einfach war das. Man musste nur eine Sache ein bisschen anders schrauben und von da kommen und auf einmal ging's. Das heißt, ich bin in dem Sinne Erkenntnisoptimist. Ich glaube, dass wir prinzipiell nicht der Verdacht besteht, dass wir zum Beispiel unser Leben nur träumen. Warum? Lassen Sie mich so sagen. Es könnte in der Tat sein, ja, also ich gebe Ihnen weiter Wasser auf Ihre Mühlen, und ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Es könnte ja sein, dass unser ganzes Leben ein Traum ist. Also Sie sind vielleicht einfach so ein reiner Geist, Sie sitzen in dem, was man den Himmel nennt. Ja? Also angenommen mal, Sie haben früher mal gelebt, so, dann sind Sie gestorben, sind in den Himmel gekommen, Glück gehabt, haben alles richtig gemacht, und jetzt haben Sie, sind im Himmel, Sie haben gar keinen Körper mehr und so weiter. Aber aus irgendeinem Grund gibt es im Himmel gibt's so Kneipen, und da kann man dann so Drogen nehmen und dann kann man nochmal halluzinieren, als ob man auf der Erde wäre. Das machen die hin und wieder. Und wenn man, während man auf dem Trip ist, übersieht, merkt man das nicht. Woher wissen Sie, dass das gerade nicht so ist? Ja? Vielleicht sind Sie ein Engel im Himmel, sieht nur so aus, weil es bei dieser tollen Bar im Himmel, wo der Rat ist, natürlich auch sitzt, die sitzen da beisammen und trinken ein gediegenes Glas Wein, oder was man da auch trinkt. Ja? Nektar und Ambrosius normalerweise im Himmel. Und schon sieht es so aus. Woher wissen wir, dass das nicht so ist? Und jetzt können Sie natürlich unendlich viele andere Möglichkeiten sich vorstellen, ja, die wahr sein könnten, sodass das alles nur eine Illusion ist. So. Sie haben also unendlich viele Möglichkeiten. Warum glauben Sie an genau die eine Möglichkeit, dass Sie in Bonn-Röttgen sind, könnten Sie jetzt sagen. Und da würde ich sagen, alle diese Möglichkeiten könnten in der Tat zutreffen, das möchte ich gar nicht bestreiten. Wir könnten so im Himmel sein, das Leben könnte ein Traum sein und so weiter. Aber weil es keine Möglichkeit gibt, aus den unendlich vielen Möglichkeiten begründet überhaupt eine einzige auszuwählen, kann es auch keinen Grund geben, die Wirklichkeit, wie sie uns erscheint, prinzipiell in Frage zu stellen. Das ist die Idee dahinter. Ja? Das heißt, die Wirklichkeit könnte völlig anders sein, als wir glauben. Wir können aber keinen Grund dafür angeben, dass das so ist. So, das ist schon mal also eine wichtige Einsicht. Und wenn wir das haben, dann können wir auch die Wissenschaften nicht aufbauen auf einem allgemeinen Verdacht, weil dieser allgemeine Verdacht ja unbegründet ist. Ja, das ist der Gedankengang dahinter. Ich gebe also absolut zu, ja, dass es sein könnte, dass alles nur geträumt ist. Aber wenn alles nur geträumt ist, dann könnte auch alles nur und so weiter. Jetzt können Sie unendlich viele Möglichkeiten sich vorstellen, was es sein könnte. Da Sie nicht begründet auswählen können, haben Sie die reine Willkür. Die reine Willkür ist das Gegenteil von Wissenschaft. Also können wir die Wissenschaft nicht auf solchen Gedankenexperimenten aufbauen. Das tun wir aber. Ja, die Wissenschaft verkauft sich als, ob sie das ist, ist immer noch etwas anderes. Aber sie verkauft sich, ist ihre Marketingstrategie, ja, sagt, wir wissen, wie die Dinge wirklich sind. Ja, das möchte ich in Frage stellen. Warum? Weil die Wissenschaft vieles weiß, aber sie beantwortet nicht diese metaphysische Frage. Da wird was verwechselt, ja. Einerseits findet man etwas Bestimmtes heraus, wenn man da schraubt, passiert das. Ja, so, das findet man also ganz konkret heraus. Aber das wird dann sofort verkauft als, jetzt haben wir alles gelöst, jetzt wissen wir genau, was der Mensch ist, jetzt können wir und so weiter. Da kommen halt viel zu große Thesen. Und das ist erstmal nur, ja. Also ich hoffe, das ist eine nachvollziehbare Antwort auf Ihre wichtige und komplizierte Frage, für die ich ja einen Lehrstuhl habe, für Erkenntnistheorie. Das heißt, das ist sozusagen mein Alltag, genau diese Frage zu stellen. Okay. Ich möchte noch zurückkommen auf das Beispiel von Besuch. Also Besuch aus der Perspektive von Neapel und so weiter. Und dann sagten Sie interessanterweise, da gibt es auch diesen Besuch. Das ist das Objekt der Vulkan, der lokalisiert ist. Und da dachte ich zunächst, Mensch, das klingt ja aber auch nach Kant. Kant würde auch sagen, die empirischen Dinge können wir objektiv identifizieren. Außerdem hat jeder noch seine eigene persönliche Perspektive darauf. Gar kein Problem.
sozusagen der neue Realismus als Kant nicht ist das Ding an sich. Mhm. Aber das schien mir dann nicht so, dass Sie das nicht gerne hören. Ich frage mich nur, Kant hat ja eine Erklärung dafür geben können, warum wir über den Vesuv selbst auch sprechen können, das ist eine Erkenntnistheorie. Was für eine Erklärung können Sie dafür geben, dass wir über den Vesuv selbst sprechen können? Also erstmal würde ich sagen, ist es völlig, eine völlig richtige Beschreibung, dass der neue Realismus Kant ohne das Ding an sich ist. Aber es gibt zwei Lesarten dessen. Die eine, die zweite, die ich vorziehe, war sicher die, glaube ich, die Sie auch vorziehen würden. Die eine sagt, alles ist nur noch Vorstellungen und dahinter ist nichts mehr. Das nein. Dann wäre es ja kein neuer Realismus. Die andere Lesart sagt, das, was das Ding an sich erklären soll, nämlich die Objektivität des Gehalts unserer Vorstellungen, das kann ich ohne das Ding an sich machen. Ich muss nicht nochmal etwas dahinter installieren. Ich kann einfach sagen, der Vesuv ist schon ein Ding an sich, so würde ich mich ausdrücken. Und ich würde sagen, der Vesuv erscheint uns auf verschiedene Weise. So, wir haben also den Vesuv, Ding an sich, und seine verschiedenen Erscheinungen. Nur sind die beide gleich real, weil ich auch sagen würde, dass eine Erscheinung wieder ein Ding an sich ist. Also, wenn ich mich frage, was Peter über den Vesuv denkt, ist Peters Nachdenken über den Vesuv genauso ein Ding an sich wie der Vesuv in dieser Idee, in dieser Ontologie. Das erstmal so als Beschreibung. Kant, bis zu einem gewissen Grad, hätte das vielleicht auch so gesagt. Das hängt natürlich dann sehr davon ab, wie man ihn interpretiert. Der hat die eine und die andere Neigung immer. Also, und viele Philosophen haben sich gefragt, warum kippt er in beide Richtungen? Ich bin da ein alter deutscher Idealist und glaube, der kippt in beide Richtungen, weil da irgendwo ein logischer Fehler steckt. Den vermute ich irgendwo und lasse den einfach weg von vornherein, aber es ist durchaus in gewisser Weise eine Form von Kant ohne Dinge an sich. Sie haben aber noch einen weiteren Aspekt ins Gespräch gebracht, auf den ich noch nicht geantwortet habe. Wie erklären Sie, also ich hatte Sie so verstanden, dass Sie sagen, die Erkennbarkeit. Wie weiß ich denn, dass die Leute am Leben sind? Ja. Ich brauche nicht Zeugen. Ja, genau. Jemand, der da war, Sie sagten vor Ort. Mhm. Aber warum muss ich den Zeugen, warum kann ich den Zeugen glauben? Haben Sie dafür eine Erklärung oder Theorie? Ja. Ich würde sagen, wir haben keinen Grund dafür, dem Zeugen nicht zu glauben, prinzipiell. Ja, das ist erstmal wichtig. Das ist sozusagen dasselbe Argument, das ich eben schon bemüht habe, jetzt noch mal etwas anders. Da gibt es ja eine schöne Stelle bei Zhuangzi, das sieht ungefähr so aus, also ein berühmter altchinesischer Philosoph. Das kann man auch verschieden deuten, aber ich deute es folgendes. Also erstmal dieses Märchen und dann, wie ich es deute, Zhuangzi und Huize stehen auf einer Brücke, unten schwimmen Fische. Zhuangzi sagt, ach, guck mal die fröhlichen Fische, wie sie springen. Sagt Huize, woher weißt du denn, dass die Fische fröhlich sind und überhaupt Gefühle haben oder dass es für Fische sich so anfühlt, wie du glaubst? Oder dass da überhaupt jemand drin ist, hätte Descartes gesagt. Woher weißt du denn, dass die Fische keine Roboter sind, die nur so aussehen wie Fische? Und darauf sagt der Zhuangzi, und woher weißt du, dass ich das nicht weiß? So. Das heißt, ich interpretiere das folgendermaßen, dass der Zhuangzi sagen will, wenn du einem Zeugen misstraust, dann gerade unter der Voraussetzung, dass du glaubst, dass man Zeugen auch trauen könnte. Das heißt, einem Zeugen, dem man misstraut, ein solcher Zeuge ist auch einer, dem man trauen könnte. Wir haben uns angewöhnt, zu sagen, Zeugenschaft ist prinzipiell etwas, dem man misstrauen sollte. Man möchte ja nicht naiv sein, sondern kritisch. Das ist ja auch, und jetzt verbindet man das mit Philosophie. Das hat aber zu bestimmten Extremen geführt, die ich erstmal rausnehmen möchte. Deswegen setze ich auf die Wahrheitsfähigkeit von Zeugen. Das ist schon eine Philosophie, die auf Vertrauen setzt. Warum? Weil ich sagen würde, Vertrauen ist alternativlos. Das müssen wir ja so oder so. Entweder vertrauen wir dem Zeugen, dann können wir Wahrheitsfragen entscheiden, die wir alleine nicht entscheiden könnten. Oder wir misstrauen dem Zeugen und vertrauen dann zum Beispiel unserem Misstrauen in den Zeugen. Das heißt, Vertrauen kommt irgendwo vor in der Ordnung. Entweder direkt dem Zeugen oder unserem Misstrauen. Also, das heißt, irgendwo haben wir ein Vertrauen, irgendwo in der Ordnung. Und deswegen möchte ich das Vertrauen erstmal in der Ordnung nicht so spät ins Boot holen, sondern vorher. Weil ich glaube, dass wenn wir unsere Vorstellung davon, was es ist, Wahrheit im Zusammenspiel in einem Gespräch herauszufinden, wie die Dinge sind,
Wenn wir das aufbauen auf der Idee eines prinzipiell berechtigten allgemeinen Misstrauens, dann glaube ich, werden wir ein prinzipiell allgemeines Misstrauen generieren. Weil unsere Überzeugungen darüber, wie wir zusammenleben, Auswirkungen darauf haben, wie wir zusammenleben. Das ist schon an der Stelle die Philosophie, die gesellschaftliche Relevanz der Philosophie. Das ist relativ einfach zu zeigen. So versuche ich das aufzufassen. Deswegen ist das auch ein strategischer Zug zu sagen, hängen wir das Vertrauen erstmal, setzen wir das unten an. Eine allgemeine, prinzipielle Antwort darauf gibt es nicht. Was ist denn also eine Konsequenz wäre, dass man einfach sagen müsste, gewisse Dinge wird man nie wirklich feststellen. Ja. Also die Wahrheit wird nie genau, darf ich nur ganz kurz darauf antworten? Ich würde sagen, Entscheidbarkeit und Feststellen würde ich unterscheiden. Ich würde also sofort unterschreiben, gewisse Dinge werden wir niemals entscheiden können, prinzipiell. Es gibt auf jeden Fall in dem Sinne Grenzen der Erkenntnis. Aber es könnte sein, dass wir trotzdem zufällig Dinge feststellen. Also mir sind wichtig, so Phänomene wie das Folgende zu bedenken. Es gibt eine Gruppe von Menschen, einer von denen weiß, wie die Dinge sind. Lässt sich aber, also er kann das feststellen, er sagt, da lag eine Banane. Alle einigen sich aber darauf, da ist doch keine Banane, und überzeugen den, der weiß, dass da eine Banane ist, davon, dass er aufhört, das zu glauben. Ja, das heißt, es wurde zwar festgestellt, dass da eine Banane ist, aber dass das festgestellt wurde, wurde nicht nochmal festgestellt. Und das, dieses Phänomen, also dass wir Menschen davon überzeugen können, dass sie etwas, das sie wissen, nicht wissen, das sorgt, glaube ich, an der Stelle für diese sozusagen Interferenzphänomene in unserer Erkenntnisfähigkeit. Ja, ja, das besteht jetzt in meiner Frage. Ich wollte dann finale ähnliche Fragen stellen, ja. Final, aber jetzt, das ist, was besteht postmoderner Realismus? Wie interpretiert die eigentlich die Beziehung zwischen unserem Wissen und was wir sehen? Und dann umgekehrt bei neuem Realismus. Wie interpretiert das? Wie interpretiert, was ich jetzt hier sehe, zwischen dieser beiden Beziehungen, zwischen meinem Wissen und was ich sehe? Und umgekehrt, meine Wissen und was ich sehe. Ja. Das ist meine Frage, weil ich glaube, kommt darauf. Ja, ja, das ist im Grunde genommen auch nochmal eine Nachfrage an Herrn Brinkmanns Ecke, die ich nicht. Ich gebe also meine Beschreibung. Ich glaube, dass die Postmoderne folgendermaßen in etwa vorgegangen wäre. Sie hätte gesagt, naja, irgendwas ist gegeben. Das hätte man irgendwie so. Da hätten sie schon Schwierigkeiten. So hätten sie es nie ausgedrückt. Derrida insbesondere war da besonders vorsichtig mit solchen Äußerungen. Aber der hätte irgendwie gesagt, gut, wir fangen irgendwo an. Das hätte er vielleicht noch mitgemacht als Formulierung. Und jetzt versuchen wir das mal in der Wahrnehmungstheorie zu machen. Der war sich zu fein für eine Wahrnehmungstheorie. Der war leider dann doch so ein Pariser Intellektueller, der gesagt hat, also Wahrnehmung ist mir viel zu schmutzig, ich rede nur über Kunst und Kino. Das hätte auch mal über Wahrnehmung reden müssen. Aber gut, also Jacques Derrida. Der kam erst ganz am Ende seines Lebens darauf und dann hat er sich gleich für ein Biest gehalten. Also in seinem letzten Buch, das heißt Das Tier, das ich also bin, das war sein letztes Buch, L'animal que donc je suis, hat er gesagt auf einmal, ja stimmt, ich bin nicht nur so der große intellektuelle Pariser Salondenker, Ehrendoktor verschiedener Universitäten und einiger nicht, weil die Philosophen geschimpft haben in Cambridge, egal. Und dann sagt er aber, nein, ich bin auch ein Tier. Und dann sagt er, also bin ich nur ein Tier. Und dann bricht das plötzlich alles zusammen und hält eine Vorlesung über das Biest und den Souverän. Das waren seine letzte Vorlesung in Paris. Das nur als Anekdote, kommen wir zurück. Ich würde sagen, die Postmoderne sieht das ungefähr so. Irgendwo kommen Daten her. Diese Daten sind, sobald sie bei mir ankommen, überhaupt, also zum Beispiel Bonn-Röttgen oder sie schauen mich gerade an oder es ist ein Tisch, sobald das bei mir ankommt, sind da Filter schon vorgelegt. Da liegt schon so ein Schleier drüber. Mindestens, weil wir Sinnesorgane haben, die andere Tiere ja nicht haben. Für eine Fledermaus sieht das anders aus. Außerdem wissen wir natürlich nicht, welche subjektiven Eindrücke die anderen haben. Ja, das alte Problem, was ich als rot erlebe, erleben sie vielleicht als etwas, was in meiner Sprache grün hieße. Wir merken das aber nicht, weil wir dieselben Worte verwenden, nur mit invertierten Voraussetzungen. So. Also sagt die Postmoderne Filter, Filter, Filter. Und jetzt kommt noch hinzu, dass wir nicht nur diese Wahrnehmungsfilter haben, sondern wir haben noch diese ganzen kulturellen Filter. Ja? Für den Chinesen schmeckt irgendwie Qualle gut und für den Bauern aus Remagen oder Adenau nicht. So, da
Dafür schmeckt für den Chinesen der Käsescholz und so. Also kann man sagen, die kulturelle Zugehörigkeit bestimmt das dann auch noch alles. Ja? Und schwupps ist das so kompliziert geworden mit der Wahrnehmung, dass man gar nicht mehr sich sicher ist, ob da überhaupt ein Tisch steht. Da gibt es eine schöne Begegnung, die so ähnlich war, von einem postmodern angehauchten, berühmten Konstruktivisten, Humberto Maturana, ein chilenischer Wissenschaftler, und meinem Kollegen und Freund John Searle, die sind sich begegnet in Chile. Und dann ging das genau so. Maturana sagt, ja, also stopp hier, naiver Realist aus Amerika. Das geht folgendermaßen. Wir wissen da gar nicht, was da ist. Dann kommen die Sinnesorgane und der visuelle Kortex hat das alles konstruiert. Und dann diese ganzen sozialen Bedingungen. Wir Chilenen, ihr Amerikaner. Und irgendwann hat der John Searle gesagt, also willst du mir gerade sagen, dass es die Anden, über die ich gerade geflogen bin, überhaupt nicht gibt? Und dann wusste Maturana eigentlich gar nicht mehr, was er soll und rudert. Und dann hat der Searle irgendwann gesagt, dann gebe ich auf, dann kann ich dir nicht helfen. Wenn du glaubst, dass es die Anden nicht gibt, dann haben wir einfach keinen Gesprächsstoff, weil ich bin mir ziemlich sicher. Und so, jetzt kommt der neue Realismus. Der möchte nicht so naiv sein, zu sagen, die Dinge sind einfach vorgefertigt da. Und was wollen die ganzen Philosophen? So einfach natürlich auch nicht. Was wir deswegen haben, ist vielmehr Folgendes. Ich glaube, in jeder Situation, Wahrnehmungssituation, können wir erst einmal davon ausgehen, dass die meisten Dinge so sind, wie sie uns erscheinen, es sei denn, wir haben begründeten Verdacht, dass das nicht so ist. Zum Beispiel haben wir herausgefunden, wir sind farbenblind oder allgemein farbenblind oder haben Farbverdrehungen oder können bestimmte Farben nicht unterscheiden. Oder wir neigen allgemein immer dazu, uns nur mit bestimmten Menschen zu unterhalten. Dann merken wir, ach, das liegt daran, dass ich diese und jene Vorurteile habe, sollte ich vielleicht mal überwinden. Oder ich mag meine Vorurteile, je nachdem. Das heißt, wir bemerken ja, dass wir Voreinstellungen haben. So. Und das würde ich gar nicht bestreiten. Wir haben Vorurteile und Voreinstellungen. Aber gerade weil wir die bemerken als völlig real, können wir die verändern. Die Postmoderne hat gesagt, immer wenn ich etwas bemerke, sind wieder Filter. Das heißt, ich glaube, ich habe einen Vorurteil, vielleicht habe ich einen Vorurteil, dass ich einen Vorurteil habe. Dann sagt jemand anders, keine Sorge, auch das ist nur ein Vorurteil. Ja, wieso hast du jetzt dieses Vorurteil über meine Vorurteile? Nein, du hast über meine Vorurteile einen Vorurteil. Und dann hatten alle Vorurteile über alle.